sagen, du kannst da nicht aus traditionell Deutscher, der wo um 7 in der Früh aufsteht und die Liege belegt, da hinkommen und erwarten, dass die Leute mögen. Ich bin jetzt nicht so wie der Reiterberger und der Pax, die kennen sich super aus beim Motorrad. Ich sehe das so, ich bin der Fahrer, ich erzähle am Crewchief, das und das Problem habe. Er hat es nämlich danach gewonnen, dank Genau. dir, sagt er. Er Dank hat's, mir. Ja, ja. immerhin gibt es so. Na, Scherz. Moin, meine lieben Freunde der gepflegten Motorradsportunterhaltung. Herzlich willkommen zum neuen Video-Interview vom Pedalgeflüster. Vielleicht sagen wir lieber Servus oder vielleicht sagen wir auch Chudach. Wir sind nämlich hier in Assen, Supersport, Superbike-Weltmeisterschaft mit dem lieben Philipp Oettel. Moin. Servus. Servus, vielen Dank, dass du uns hier in deine Hallen gelassen hast. Sprachen lernen, Bubble. Und ein bisschen Zeit hast für ein Interview in klassischer Form. Deine Vita mal durchgehen und vielleicht mit der einen oder anderen Frage, dass wir dich da noch ein bisschen ärgern können. Passt. Ich habe das Pedalgeflüster-Netzwerk mal akquiriert und ja, vielleicht ein paar Weggefährten von dir, ehemalige, gefragt. Ja. Aber wir fangen ganz normal an. Wer dich nicht kennt, unwahrscheinlich, du als deutsche Speerspitze bei uns in der Superbike-WM. Wie alt bist du jetzt? 26. Werde 27. Verdammt, ey. Ja, aber das passende Alter. Ne? Jetzt genau. bist du gelandet. Aber wir fangen ganz vorne an. Ja. Weshalb du Benzin im Blut hast, brauchen wir eigentlich nicht erklären. Ist klar, familiär bedingt. Dein Vati, selbst Weltmeisterschaftsvater, Fahrer gewesen. Auch gar nicht so unerfolgreich. Und der hat dich dann wahrscheinlich irgendwann aufs Zweirad gesetzt. Ja, eigentlich, mir ist das immer ein bisschen zu langsam gegangen, weil ich wollte eigentlich immer Motorrad, weil bei uns waren halt einfach immer Motorräder rum. Ja. Und dann war ich, glaube ich, war 4 und ich wollte halt immer Motorrad fahren und dann hat mein Papa gesagt, na, jetzt warten wir noch, wenn du 5 bist. Und ja, er hat halt gemeint, das ist mir nicht so ernst und dann war aber doch, an meinem 5. Geburtstag habe ich dann gefragt, ja, wo ist jetzt mein Motorrad eigentlich, weil ich habe das immer gesagt und dann hat sich das eigentlich so ergeben, das war am Anfang eigentlich eher so wie ein Hobby. Weil ich habe viele Sportarten gemacht, über Skifahren, über Fußballspielen, Basketballspielen, Tischtennis spielen. Ich habe eigentlich schon wirklich jede Sportart außer Schwimmen ausprobiert. Und dann hat sich das irgendwie einfach so ergeben. Abgefahren. Nach laut meiner Recherche war es dann ungefähr 2008, wo du so mit Supermoto ein bisschen auch intensiver angefangen hast und Minibike parallel. Das genau, das 2008 war eigentlich so ein Umstiegsjahr, weil eigentlich war für mich immer klar, ich will Supermoto-Fahrer werden, weil Supermoto, das ist eigentlich das Allercoolste. Und dann, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, jetzt will ich das doch mal ausprobieren zumindest, ob das was für mich wäre. Und dann hat es mich eigentlich relativ schnell gehabt und dann bin ich 2008 eben ein paar Minibike-Rennen in Deutschland Gaststarter gewesen. Und das hat mir eigentlich wirklich gut gefallen, dass ich dann 2009 in den Junior Cup kommen. Genau, als nächstes Junior Cup 2009, was waren es für Mopeds damals? Das waren 125 Aprilia. Genau. Ah ja, wie lief's? War eigentlich nicht so schlecht. Es war die erste Saison auf der richtigen Rennstrecke, muss man halt auch dazu sagen. War das im IDM-Rahmen dann? Das war im Rahmen von der IDM. Das war eigentlich der Junior Cup, ADAC Junior Cup, schon klar, wo mit der 300er, also mit der 93 KTM zum Schluss gefahren ist. Und das war eigentlich eine gute Schule, da waren ein Haufen Fahrer da und da bin ich Zweiter gesamt worden. Und es war eine coole Erfahrung und dann hat es sich eigentlich relativ schnell eigentlich dazu entwickelt mit eben 2010 und 2011 IDM 125er, aber eben die richtigen, also die Vorgänger von der Moto3. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich nehme da jetzt ein bisschen was vorn weg, aber und dann eben auch Rookies Cup. Rookies Cup war eigentlich, wir waren bei der Selection, weil eigentlich das war eigentlich mehr so, ich wollte mal so ein bisschen mehr, weil die 125er Aprilia, das war ein Rennmotorrad, aber eben eher ein Straßenmotorrad. Ja, ja. Und ich wollte eigentlich mal so ein Metra-Kit fahren und dann war ich eigentlich der erste Ersatzfahrer und bin dann nachgerückt, weil das war, glaube ich, ein Fahrer aus Brasilien und der hat gesagt, na. Und es war ja auch gar nicht so unerfolgreich. Also, das war auch nicht so unerfolgreich, aber das hat sich eigentlich alles so ein bisschen ergeben. Ich war eigentlich schon super happy, dass mich da als Ersatzfahrer, weil das einfach ein. Das eigentlich war schulisch gesehen ein richtiger Stress, weil du halt dann auf einmal 16 Rennen hast und du bist 13. Ja, brutal. Das heißt aber, P4, war das richtig, im Red Bull? Genau, ja, 2 Jahre hintereinander. Ja.
Nicht was, gewonnen. Was waren es für Gegner zu der Zeit? Auch Leute, die man heute wahrscheinlich, ja, die heute noch auftauchen? Über Hanecker, über Alt, Bastianini, nein, Bastianini war noch nicht dabei, im Martin, waren Haufen. Mhm. Also es ist, war damals schon ein harter Jahrgang, die sie jetzt eigentlich mittlerweile wirklich über alle Rennserien, ob AMA, Superbike, WM, Supersport, also ja, Rookies Cup ist einfach eine gute Schule und da ja, kommen absolut. Einfach die Rennfahrer her mittlerweile. Ich habe da auch genau zu der Zeit noch eine Frage von einem ehemaligen Wegbegleiter, 2011. Ich verrate den Namen noch nicht, den musst du wahrscheinlich erraten. Mhm. Der fragt mich, oder die Frage an dich, ja. Misano 2011, wie hast du dich so gefühlt bei der Zieldurchfahrt, was war da los? Ja, ich habe mich wahrscheinlich nicht so schlimm gefühlt wie der Zarco einen Tag später, weil er hat es genau gleich gemacht. Nein, war natürlich schlecht. Damals war ich habe halt einfach die Startlinie oder die Ziellinie mit der Startlinie verwechselt. Ich habe mir gedacht, da wo man losfährt, da kommt man ans Ziel. Ja. Aber so einfach ist dann das Leben doch nicht. Und dann haben wir ein bisschen einen Sieg hergeschenkt. Aber das passiert da wahrscheinlich auch nur einmal im Leben. Wer hat die Frage wohl gestellt? Florian Alt. Florian Alt, schöne Mama Grüße an der Stelle. Der hat es nämlich danach gewonnen, dank dir, sagt er. Dank mir. Ja, immerhin gibt es so. Na, Scherz. Also natürlich mein. Schöne Grüße an der Stelle. Er sagt nochmal Dankeschön für den Sieg. Aber ja. Ich will einfach sagen, der Flo war einfach ein Musterschüler und deutsche Gründlichkeit und da hat er meine bayerische Flapsigkeit einfach ausgenutzt. Ist er heute noch, der ist heute noch Recht. Sehr ordentlich. Ja, und deswegen ist er sauschnell. Ist dann auch eine Frage, wo wir eben schon mal kurz drüber gesprochen haben, mit dir, Flo, mal ausgenommen, wo er herkommt, aber mit dem Reiti, mit dem Folger, mit dem Bradl, wir haben dann Sandro und Tullo, die auch aus Süddeutschland kommt. Es ist so süddeutsch geprägt, die Leute, die es auch international mal schaffen. Weil es ist echt komisch, weil wir in Bayern haben wir nicht einmal Rennstrecke, also eine große Rennstrecke. Ja. Schwierig zu sagen, wieso, weil wie gesagt, eigentlich sind die Rennstrecken woanders. Und normalerweise da, wo die Rennstrecken sind, kommen die Talente her. Im Nachwuchs haben wir viele Ossis, aber ist ja auch eher Neid. Aber sonst aus dem Norden kommt gar nichts und sonst nach oben eben echt süddeutsch geprägt. Wie gesagt, ich glaube, wir wohnen einfach nah an Italien dran. Ja. Vielleicht ist eben diese Trainingsmöglichkeit auch was Ausschlag gibt, aber ist schwierig zu sagen, an was das genau liegt. Okay, ja. Dann ging es weiter bei dir, den, ich nenne es mal, klassischen spanischen Werdegang. 12, dann die CV. Genau, das war eigentlich ein wichtiger Schritt. Also Moto 3, ja. Ne? Das war ein wichtiger Schritt, weil in Deutschland war damals noch 125er und Moto 3 dann gemischt. Die Zeit war das, Und Spanien hat gleich auf rein Moto 3 gesetzt. Mhm. Und das war eigentlich dann das Jahr. Es war ein schwieriges Jahr, weil Rookies Cup 2-Takter und Moto 3 4-Takter. Ja. Das war von der Umstellung her nicht einfach. Aber ich denke, wir haben dann zum Schluss noch einen WM-Lauf gefahren in Valencia. Und da bin ich dann Elfter geworden als Wildcard-Fahrer. Das war schon eine coole Saison eigentlich, so im Groben und Ganzen. Und dann hat eben eigentlich, sage ich mal, das Abenteuer WM angefangen. Das fing dann 2013 an, Moto 3. Hast du ja auch ein paar Jahre gemacht, fünf Jahre, bis 18? Bis 18, ja. Mit Auf und Abs, so wenn man es zumindest aus Zuschauerperspektive, mit Jerez natürlich, mit einem richtigen Highlight, den Sieg. Ja. Und sonst wie kam es, dass einfach diese Leistungsunterschiede bei dir? Es war einfach bei dir waren? Es war viel zu lernen. Ich sag, ab 2015 war dann, okay, da war das erste Podium und da hat sich das dann ein bisschen mehr stabilisiert. 2016 und dann eigentlich ab 2016 sind jedes Jahr Verletzungen dazugekommen. Und das mit jeder Verletzung, sage ich mal, habe ich auch gelernt, mit einer Verletzung besser umzugehen. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, das schmeißt einen extrem zurück. Das war eigentlich immer jedes Jahr gut angefangen, Verletzung, ein paar schwierige Rennen und dann eigentlich wieder zu dem angeschlossen, wo man am Jahresanfang angefangen hat. Es waren dann eben Podium dabei, auch 10. in der Gesamtwertung. Das war eigentlich ganz gut. 2018 war dann ich sage mal, mental habe ich sicher auch nicht immer alles auf drei gebracht, aber das war schwieriges Jahr. Eigentlich super angefangen, eben mit dem Sieg. Aber damals habe ich einfach auch, sage ich mal, die Energie, das war damals ganz eigenartig. Es war ganz eigenartig, weil ich wollte unbedingt ein Rennen gewinnen und habe wirklich da alles eigentlich wirklich das ganze Jahr, den ganzen Winter für ein Rennen hingearbeitet. Ja. Und dann war ich, dann habe ich nochmal versucht, was umzustellen und das hat mir ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Und
aber das passiert. Aber ja, das sind solche Sachen, aus denen man lernt. Und ja. Und ja, okay, 19 war dann Umstieg in die Moto 2 oder Aufstieg in die Moto 2, eigentlich mit einem ja, ganz, ganz guten Team dahinter. Ich sage mal, das Motorrad war nicht besonders gut. Okay. Ich habe wirklich in meiner Karriere immer gute Motorräder gehabt, aber das war eigentlich eher ein Motorrad, was komplett. Das sind eben auch so Sachen, die man nicht mitbekommt als Außenstehender. Dann sagt man, warum fährt er da hinten rum, so eine Scheiße? Es war ein schwieriges Jahr generell für mich. Mhm. Da war dann eben auch nochmal Gehirnerschütterung. Da sagt man aber, ja, Gehirnerschütterung. Man sieht nicht, dass irgendwo der Knochen raussteht, aber Gehirnerschütterung war im Endeffekt so, 8 Wochen kein Motorrad fahren. Ja. Ich habe es einfach, mir ist beim Autofahren schlecht geworden. Mhm. Ich habe mir nicht gedacht, dass man so weit weg sein kann, weil ich habe mich ja beim Trainieren nicht schlecht gefühlt. Ja. Ich habe einfach gemerkt, auf dem Motorrad, ich kann die Distanz nicht abschätzen. Mhm. Und in dem Moment ist dann eben auch, sag ich mal, der Zug fürs daraufkommende Jahr abgefahren gewesen. Ja. Und dann ist eben das mit Supersport zustande gekommen, wo ich eigentlich auch wirklich recht happy bin über das. Am Ende war es dann einfach enttäuschend. Ja. Und du hast irgendwie den Switch gesucht, vielleicht auch. Ja. Und ja, dann hat sich das Blatt wieder gewendet, ne? Also ja, das war wirklich eine interessante Zeit, weil in der Moto 2 habe ich eigentlich, obwohl das Motorrad eben, es war schwierig, klar, der Bezecke hat es zum Schluss besser gemacht, aber die Verletzung hat mich eben auch in diesem Jahr ein bisschen zurückgeschmissen. Weil wenn du 8 Wochen einfach nicht fährst, der Lerneffekt war dann eher null. Kann man auch sagen, dass man dann auch als Deutscher einfach mehr Probleme hat, als so die spanischen Jungs oder italienischen Jungs? Ja, ich kann jetzt eine Geschichte aus dem Test verzeihen. Der Bezecke hat eine neue Schwinge gekriegt, der hat öfters halt mal was gekriegt, aber klar, VR46 Akademie steht dahinter. Ja. Als Deutscher bist du eher ein bisschen also Einzelkämpfer. Mhm. Ja, der hat halt was Neues zum Probieren bekommen, dann hat er es einmal durchs Kiesbett geschliffen und dann hat er gesagt, ja, dann kannst du ein Ötl haben. Das war natürlich, ich habe schon verstanden, weil ich bin ja kein Idiot. Ich habe schon gewusst, in dem Team, in der VR46 Akademie fahre, der wird nicht fallen gelassen. Das war ganz klar. Aber unter der Saison hat sich da eben dann auch nichts mehr in der Moto 2 aufgetan. Ja, und ich habe mir dann auch gedacht, ja, es muss jetzt irgendwie eine Veränderung kommen. Mhm. Und die Veränderung mit Supersport war dann eigentlich gut. Aber ich habe auch versucht, noch in dem Moto 2 Jahr so viel wie möglich einfach zum Lernen. Ja. Weil das Moto 2 Jahr hat mir extrem viel geholfen für Fahrtechnik. Ja. Fahrtechnik einfach versuchen, einfach aus dem Motorrad für mich das Beste nur rauszuholen. Ja. Und das hat mich fahrtechnisch, muss ich sagen, so weit gebracht, dass ich in der Supersport, weil Supersport ist schwierig, dann einfach das machen habe können, was ich wollte. Ja. Also man fragt sich ja dann auch ebenso, wenn man davor sitzt und nicht die Details weiß, warum irgendwas gerade nicht läuft, ob, und du bist ja einfach ein höflicher, netter Mensch, ob du einfach gerade so zu lieb ist, einfach, wenn du einen Helm aufhast. Das würde ich nicht sagen. Ohne mal, weißt du, so wie es, der Kontaktsport ist ja doch mittlerweile geworden. Ja, klar, es ist, je enger der Sport wird, desto mehr musst du deine Ellbogen ausfahren. Ich würde es nicht sagen. Im richtigen Moment kann man die Ellenbogen ausfahren. Ich bin nicht der Fan davon. Oder ich denke nicht, dass man bei jedem Überholmanöver irgendwie berühren muss. Ich glaube, das geht auch ohne. Das geht auch ohne. Ja, wie gesagt. Hast du Lieblingsgegner oder einmal Lieblingsgegner oder vielleicht auch den härtesten Gegner so? Boah, das kommt immer ein bisschen drauf an. In jedem Rennen hast du einen, wo es überholen ein bisschen schwieriger ist. Wenn ich jetzt noch in Australien, wenn du gegen Jonathan Rea oder gegen Toprak fährst, das ist schon nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer. Also es gibt eben, wenn du gegen solche Fahrer die Möglichkeit oder mal ein Rennen hast, wo du sagst, okay, ich kann mit denen auf Augenhöhe fahren, dann das ist dann schon nochmal, man überlegt jetzt in dem Moment nicht, das ist halt Jonathan Rea. Klar, das kannst du nicht bringen, weil du musst ja da vorbei jetzt. So. Wenn der langsam ist, dann musst du vorbei. Und dann hilft es nichts. Hilft es halt nichts. Ja. Aber das ist dann schon, die kämpfen halt ein bisschen anders zurück. Oder im Superpole-Rennen war ja Gott sei Dank von Anfang an vor ihm, aber da habe ich dann eben auch auf einem Pitboard gesehen, so 07, 01, und dann habe ich gewusst, ja scheiße, das ist jetzt sicher die 65. Und ich habe einfach versucht, die Kurven vor dem harten Anbremsen so schnell wie möglich zu fahren, weil ich wusste, der probiert sicher irgendwas. Ja, ja. Und das zum Wissen dann, dass hinter dir einer ist, der wo das kann. Ja. Ja, ist nicht so ohne. Ja, nice. Also Leute, ich hoffe, ihr kriegt's mit. Wir machen das klassische Vita-Interview, aber ich habe die Fragen, die über die Insta-Runde kamen, hier einfach reingepackt. Werfe ich einfach zwischendurch ein, so wie jetzt mit den Lieblings- oder härtesten Gegnern.
Ja, du hast dann auf jeden Fall 2021 Supersport-WM auf der Cava erfolgreich und vielleicht auch dann eine neue Motivation gefunden. Das war ja schon mal nicht schlecht. Platz 3, Platz 5 im zweiten Jahr. Vielleicht hast du wahrscheinlich da auch mehr vorgenommen eigentlich, Ja, oder? ich habe mir ein bisschen mehr erwartet in dem zweiten Jahr mit Kawasaki. Es war eine harte Saison, muss man schon sagen. Aber Es sind ja auch keine Nasenbohrer in der Supersport, nein, ne? es war wirklich ein schwieriges Jahr. Wir sind mal auf dem Podest gestanden, Pole Position war dabei. Wie gesagt, die 2 Jahre mit Kawasaki war echt cool. Hat mir gut gefallen. Ja, und dann eigentlich habe ich mir gedacht, ich kann mit Kawasaki auch in Superbike-WM aufsteigen. Und das hat sich dann aber zum Schluss ein bisschen eben, das ist nicht zustande gekommen, weil irgendwo auch das Interesse nicht da war, mit mir was zu machen. Und dann ist eigentlich, ja, und dann ist das eigentlich auf Ducati und Go 11 rausgelaufen. Was im Endeffekt eh top Ne? war, aber das ist eigentlich muss man auch dazu sagen, eigentlich habe ich mir gedacht, ich werde nochmal Supersport-WM fahren auf Ducati. Und eigentlich waren wir auch schon kurz davor, dass wir sagen, okay, das machen wir. Und dann ist aber nur die Möglichkeit eben wirklich so, wie man es sich vorstellt, Bologna, Flughafen, Hotel, WhatsApp vom Dennis, vom Teammanager gekommen, ja, wir wären frei, wir könnten vielleicht mal übersprechen, wir sind interessiert. Zu dem Zeitpunkt, ich war nicht der erste Wahlfahrer, aber im Endeffekt hat es dann eigentlich so gut ergeben. Das war doch eine richtig glückliche Fügung, kann man sagen, Ja, ne? So. es hat eigentlich gut zusammengepasst. Das Interesse vom Team war da. Und es hat sich aber im Vorfeld haben sie einfach nur ein paar Sachen Ja. klären müssen, auch für die. Und ja, und dann ist das eigentlich so geworden. Ja, gut. Also, wer das auch ein bisschen näher verfolgen will, du bist zwar so ein bisschen Social Media Muffel Ein bisschen. manchmal, aber mittlerweile machst du schon ein bisschen was, Ja, muss man schon es wird sagen, mehr. Ich ne? bin nicht der wo jeden Klogang dokumentiert, Ja. aber. Manche wollen sehen, also folgt rein, wird hier eingeblendet, folgt vor allem auch uns rein, checkt unseren Kanal, mal zwischendurch ein bisschen Werbung machen und abonniert den YouTube-Kanal. Ja, weiter geht's schon mit dir. Dann, du bist ja hier im italienischen Team untergekommen, da war auch eine Frage von jemandem, ist schon speziell, oder? Es ist super, es ist super. Der Fahrer ist der Fahrer und das ist nicht irgendeine Person in dem Team. Man muss aber dazu sagen, du kannst da nicht aus traditionell Deutscher, der wo um 7 in der Früh aufsteht und die Liege belegt, da hinkommen und erwarten, dass die Leute mögen. Du musst auf die Leute zugehen, du musst, selbst wenn du, bei der Teampräsentation habe ich 5 Sätze auf Italienisch gesprochen und der Saal hat sich quasi von Kommt gut alleine an, ne? abgebaut, weißt? Du musst da so rangehen, du musst dich anpassen. Weil wenn du in einem italienischen Team bist, wo alle Italiener sind, du musst dich anpassen. Weil die sind am Anfang auch so, oh, was haben wir da für einen Fahrer? Der kommt aus Deutschland, alle sind eher ein bisschen so strikt und eigentlich ungemütlich und die kennen halt den Gardasee-Deutschen oder sowas. Ja, okay. Das ist halt dann ein Ne? bisschen schwieriger. Der ist aber auch unangenehm, muss Der man ist dann sagen, ne? unangenehm. Und da muss man sich halt ein bisschen anpassen. Ja, eh gut. Jetzt hast du noch nicht den ersten Einsatz, aber jetzt sind wir in 24er gerade hinter Ja, dir, EWC in Le Mans, frisch. Wie war's? anstrengend wieder. Es sind immer so ein bisschen spontane Geschichten mit Le Mans in letzter Zeit. Ja, Also der erste Einsatz war ja. ja ganz spontan, aber dieses Jahr war es ein bisschen absehbarer, aber eigentlich auch nicht geplant. Nein, es war eigentlich ein gutes Rennen, wir hatten ein gutes Rennen. Platz 5 gesamt ist nicht schlecht. Podium war in Reichweite. Absolut. Aber nein, es war ein gutes Rennen, aber es ist extrem, extrem, extrem anstrengend. Ist denn nicht so, dass es diese Langstrecke den Sprintfahrer vielleicht irgendwie langsam macht? Nein, das glaube ich nicht. Klar, wenn du jetzt halt wirklich nur noch Langstrecke Ja. fährst, vielleicht Einfach geht da dieser dann letzte die Moment zählt, Spritzigkeit geht ne? da dann vielleicht nochmal ab, aber nein. Okay, sonst Ist ein gutes Training, ist echt ein gutes Training. Der Also. liebe Mototech Dennis, auch ein geiler technischer YouTube-Kanal, fragt auf jeden Fall, wie so die Setup-Differenz ist zwischen Superbike, EWC-Bike, Handling, Stabilität, was das angeht. Ich meine, ist ja immer ein Kompromiss, so ein EWC-Bike mit 3 Leuten, ne? Du suchst, egal welcher Superbike du fährst, du schaust, ist einfach zu fahren. Das wäre natürlich cool. Okay.
Der Elektronik bei der Ducati ist die gleiche wie mir in der Superbike-WM fahren. Die Reifen waren im Endeffekt auch die gleichen. Wir haben vorne ein SC1 gefahren und hinten auch ein SC1. Ist jetzt eher ein bisschen für Superbike ein bisschen hart, aber das war das, was wir in Australien gefahren haben. Ja. Dann muss natürlich das Motorrad für drei Fahrer passen. Das heißt, Handlebar-Einstellung und so, das muss halt irgendwo passen. Aber wir haben uns eigentlich gut zusammengefunden, da war keine Diskussion. Ja. Klar, das Fahrwerk, wir haben ein bisschen andere Gabel gefahren. Nicht das, was wir in der Superbike-WM fahren, aber was genau anders ist, da muss ich schon sagen, ich bin jetzt nicht so wie der Reiterberger und der Pax, die kennen sich super aus beim Motorrad. Ich sehe das so, ich bin der Fahrer, ich erzähle am Crewchief, das und das Problem habe. Was du damit? Hört ihr das, Jungs? Ich kann mir mein Supermoto, mein Motocross, ich habe ein Grundverständnis, aber ein Crewchief ist ein Crewchief, weil er sie auskennt. Ja, ja. Weil wenn ich meinem Crewchief sage, was er zu tun hat, dann geht er heim. Ja. Und dann sagt er, ja, okay, weiß das eh. Das muss einfach für 24 Stunden muss so ein Motorrad passen. Ja. Dass das jetzt nicht auf die letzte Performance abgestimmt ist, absolut, ist klar. Ja, die Bremsbeläge, das bremst nicht so wie jetzt in der Superbike-WM oder so. Aber schon absolut auch trotzdem ein brutales Rennmotorrad. Fahrt sich super gut, aber so ein Superbike-WM-Motorrad ist natürlich schneller. Ja, absolut. Aber wenn du sagst, war so anstrengend, du bist ja trotzdem auch nicht unfleißig im Sport. Eine Frage war, wie viele Rennradkilometer machst du im Jahr? Eigentlich nicht so viel. Im Vergleich zu Malaysia wahrscheinlich null. ich sage mal, zwischen 5.000 und 6.000 Kilometer kommen wir nicht mehr zusammen. Ich fahre gerne Mountainbike. Das ist jetzt nicht so, bringt mir nicht so viele Kilometer zusammen, aber eben auch Laufen, Trailrunning. Ich schaue einfach, dass ich breit aber sonst ist so Cardio schon die Hauptsportvorbereitung? Eigentlich kann man sagen, so Vormittag, Nachmittag. Vormittag ist eher Gym und Nachmittag ist eher draußen. Okay. Auch noch Motocross-Training, was man. Achtest du auf die Ernährung? Ja, wartet, schon. Der Pax ist eher so, im Wintertraining waren wir auf Almeria, das will ich jetzt auch so sagen, weil mein Pax, das ist, ich hoffe, das ist ein Anstoß für ihn, aber dann fahre ich auf Almeria nach und er sagt, ja, kannst du nicht noch ein paar Sachen mitnehmen und dann steht, Almeria ist am Arsch der Welt. Und dann steht auf der Einkaufslisten, Dr. Oetker Tiefkühlpizza und dann erstmal das, verschiedenste Sorten und ich soll das in Almeria in einem Supermarkt sagen. Und also, wenn du mit dem Pax unterwegs bist, es gibt nur La Tagliatella, gibt's, das ist okay und da essen sie eigentlich immer das Gleiche und der Kellner kennt schon, eigentlich kommen sie rein und dann wird eigentlich nicht bestellt, sondern es wird einfach am Tisch gestellt. So muss man sich das vorstellen. Aber normalerweise Tiefkühlpizza immer. Hast du den Tax im Griff auf dem Rennrad? Er würde sagen nein, ich würde sagen ja. Okay. Sollte vielleicht nochmal ausgefahren. So, kommt wahrscheinlich darauf an, ob es hochgeht oder geradeaus geht. Das kommt drauf an. Aber ja, eigentlich Ernährung extrem wichtig, weil was für Benzin reinfüllst, ist schon wichtig. Der Pax, apropos, stellt noch eine Frage hier. Ja. Warum? Fragt er, warum bist du eingespeichert bei ihm als Philipp Schutzfolie Oettel? Oh, mein. Es soll eine lustige Geschichte dazu geben, die ich nicht kenne, aber die ihr wahrscheinlich auch gerne erfahren würdet. Philipp Schutzfolie Oettel. Ja, ich lasse halt gerne meine Schutzfolien drauf, bis es wirklich nicht mehr geht. Und auf meinem Radlcomputer, glaube ich, habe ich halt ewig lang meine Schutzfolie drauf gehabt und da. Passiert nichts. Ja, und er regt sich auf, weil er bei mir aus Patrick Hobelsberger eingespeichert ist. Aber er ist ja der Pax. Oh, der feine Herr. Ja, hilft nix. Ja, lustig. Aber schon mal, ihr seid einfach gute Freunde. Ja. Ihr trainiert gern zusammen. Ja, ne? Wir sind auf einer Wellenlänge und das passt. Ja gut, beide ein bisschen bescheuert, aber es gehört auch dazu. Ne? Ja, eher mehr. Der Rest Day sind nichts für ihn, das wissen wir schon. Ja, ne? Ja. Da gibt es so viele Stories, wenn ich die alle... Jetzt haben wir gerade das Pax-Interview schon abgedreht, aber für nächstes werde ich dich nochmal kontaktieren. Vielleicht kannst du da so ein paar Insider nochmal raushauen. Ja. Dann freut er sich. Aber es geht jetzt heute um dich. Wir sind auch schon quasi durch. Ja. Vielleicht nochmal zu heute. Assen, erstes Rennen haben wir hinter uns. Du bist nicht komplett zufrieden. Warst jetzt 13? Ja, 14. 14. Nein, ist nicht ganz so das, was ich wollte. Am Start eigentlich ein bisschen mit dem Bass zusammen. Du bist da einmal weit gegangen dann, ne? Eben, in der Schikane. Ja. Und das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Ich denke, der Pace ist eigentlich nicht so verkehrt, aber du darfst einfach in der Superbike werden, im Moment keine Fehler machen, sonst bist du hinten raus. Ja, okay. Schade, morgen nochmal wahrscheinlich Angriff verbessern. Ziel für die Saison hast du schon, glaube ich, mehrfach
ja, einfach genannt, einfach bester klar, nicht Werksfahrer. Schwierig, aber Top 10 ist eigentlich, sage ich mal, so das Ziel, was wir schauen, dass wir erreichen können. Rinaldi, hast du heute einen eingesteckt. Eben. Und sonst, letzte Frage, dann bin ich auch durch. Ja. Ziele, was langfristig oder besser gesagt mittelfristig, hast du nochmal die rote Ducati im Blick oder ins GP-Paddock, was auch immer? Vielleicht hast du dir irgendwas im Grand Prix-Paddock eher mehr als Zuschauer. Mhm. Ich denke, dass selbst wenn es für einen Toprak ist, ist extrem schwierig, den Sprung zu machen. Ich denke, der Sprung gelingt speziell im Moment nicht, aufgrund eigentlich auch von dem Motorrad, der Ride-Height-Device. Das ist extrem schwierig zu fahren, das haben wir hier nicht. Vor ein paar Jahren war das halt noch nicht so. Jetzt bist du von einem Superbike auf einem MotoGP-Motorrad und du hast das Ride-Height-Device halt nicht gehabt. Und du bist halt, okay, Motorradfahren ist schon grundlegend gesehen Motorradfahren. Ob du jetzt ein Superbike fährst oder ein MotoGP, aber das macht es nochmal richtig schwierig. Frag mal Jonas, ne? Eben, das ist eine ganz andere Welt. Wenn du Testfahrer bist wie der Bradl oder der Piro, die wo auf dem Ding sehr regelmäßig sitzen, speziell die beiden. Mhm. Und jetzt musst du Jonas erstmal das mit Ride-Height-Device fahren lernen. Ja. Das ist, glaube ich, eine richtig komplexe Aufgabe, weil du einfach das Ding, du musst ja erstmal von einem Techniker erklären lassen, wann mache ich das, wann bringt das was, oder du musst dafür dich selber rausfinden, wann bringt mir das was. Das braucht ein bisschen Zeit einfach, ne? Das braucht extrem Zeit. Aber wir hoffen einfach, dass es hier in der Meisterschaft für dich vielleicht noch bergauf geht und noch lange Jahre. Wir haben eben schon ein bisschen über Nachwuchs gesprochen. Wir hoffen, dass da noch was kommt. Lennox sind die Daumen gedrückt und Dirk. Aber für heute und für den Rest der Saison, Philipp, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Kein Problem. Und vor allem Gesundheit, ganz viel Gesundheit. Danke. Also, Leute. Passt. Peace. Dankeschön. Servus.